Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Meinst du, sie hilft mir? Pass auf, die Rogue, die ich kannte, war eiskalt. Aber sie hat sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Irgendwas sagt mir, dass sie denkt, dass du in Ordnung bist. Schauen wir uns das mal an. Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Soweit klar? Sie beschützen ihn vor Arasaka? Wahrscheinlich verstecken sie ihn vor Arasaka. Er hat an einem streng geheimen Projekt gearbeitet. Vor Arasaka oder einem der anderen Konzerne, die sich sein Wissen aneignen wollen. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kang Tao. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV, keine Bodenunterstützung, kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kang Tao alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kang Tao Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GNT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's wohl. Du hast ziemlich schnell an ihr gehabt. Diese Daten sind streng geheim. Du schnippst und dir fällt alles in den Schoß, oder was? Ich weiß, wo ich suchen muss. Und wem ich ein Messer an die Kehle halten muss. Außerdem verschwende ich ungern Zeit. Besonders nicht mit dummen Fragen. Jo. Was sind, die schlechten Nachrichten? Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Mhm. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kang Tao. Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains. Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kang Taos Reichweite. Zeit, die Party in Schwung zu Ein toter bringen. Punkt. Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Wird schon schwer genug sein, dieses AV-Teil überhaupt zu verfolgen. Ich kenne die Modelle, habe im Krieg ältere davon gesehen. Sie sind riesig, trotzdem schnell und haben Next-Gen-Abwehrsysteme. Da kann ich nicht einfach draufballern, nicht mal mit schweren Geschützen. Bringt nichts. Feuerkraft ist nicht das Problem. Da gibt es immer einen Weg und jemanden, der ihn kennt. Oder zumindest eine Lösung basteln kann. Hast du ja jemanden? Du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur eine. Panam Porma. Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Nomade. Und sie wird dir helfen. Hey. Hat gar keine Wahl. Hat keine Wahl? Klingt nicht so toll. Weder für sie noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Aber ein mieses Gefühl wie... Ich arbeite nicht mit einem Clans. Selbst einen normalen Mann. Ich bin ja selber ausgestoßen, also... Warum muss Panam mir helfen? Die Sache hat einen Haken. Einen gewaltigen. Panam transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job. Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panam hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Ja, okay, das macht Sinn. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Wow, willst du mich so wie manipulieren? Gut, dann sag mir, was du weißt. Rocky Ridge, eine Geisterstadt vor Night City. Panam weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auch. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na endlich. Danke. Alles klar. Danke. Viel Glück. Jo. Neuer Kontakt hinzugefügt. Halt durch, die Ripper ist schon unterwegs. Fuck. Okay.
Oh, Relic. Komm schon, atmen. Okay. Damit haben wir nämlich dann schon mal den fertig. Den Bereich da schon mal fertig, sage ich nicht, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Ah, warte mal. Shooting to Swirl? Guck mal, Shoot to Swirl ist doch auch Dings. Shoot to Swirl ist doch das Ding hier, oder nicht? Hm? Können wir doch hier direkt sagen, zum Schießstand gehen. Mal gucken, ob der... ...so schwer zu verstehen. Ich will halt nicht. So ist das. Mhm. Shoot to Swirl. Oh. Hi. Mad Dog. Ein Medi nehmen wir doch gerne. Das ist ein Witz, ein verfickter Witz. Auf eine Polizistin in so einem Bezirk. So. Zack, zack. So. Hierhin. Service. Ja. Ich bin Gillian Jordan und das ist das Neueste aus aller Welt. Der Einsturz der Lunarinskaya Uranine direkt außerhalb von Novosibirsk in Südsibirien war tragisch, hat aber ein glückliches Ende gefunden. Zur Erinnerung. Ich will nicht mit dir streiten. Hallöchen. Hey, wie? Geht gleich los. Wenn du nochmal schiffen musst oder so, mach's jetzt. Ja, aufmerksam von kann dir. Los. Die Party kann losgehen. Naja, erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp, hopp. Jo, jo. Je. 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 So, wie viele sind da? Nur 6? Du meine Fresse. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das vom Nachbarn. Der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Ah ja, nur kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmwurmen und Raketenschleudern raus, verstanden? Och man. Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Jo, dann, ne? Machen wir mal das. 1 Meter. Ich würde sagen, der geht ganz gut und der. Aber genug gelabert. Da wird man ja bekloppt. Bereit? Drei, zwei. Hey, hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der doppelläufigen? Nur Kleinkaliber. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter! Und jetzt mach einen Abgang, Mann! Sofort! Hey, entspann dich, Chung. Einfach mal chillaxen. Bin ja schon weg. Perlen vor die Säule. So ein Scheiß. Jo. Na gut. 3, 2, 1. Ziel wie! Schieß aufs Ziel, nicht die Wand! Sieht gut aus, Rudy! Hau sie weg!
Zeit wie? Streng dich mal ein bisschen an. Was war das für ein Mist, Lisa? Brille vergessen? Fünfzehn Sekunden. Zieh's durch, wie? Ah, geht doch nichts über den Geruch von rauchenden Colts. Stopp, Leute! Ende! Wir sind fertig. Erster Platz, Rudy! Zweiter, wie? Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen! Na los, verschwindet! Verstanden. Scheiße. Okay. Sicher. Hey, alles klar? Gut, ne? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay. Gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll's lassen. Mach's gut, wie. Man sieht sich. Schade. Aber ich meine mal, zweiter Platz ist zwar auch super, aber schade. Jetzt schon gern den ersten gezimmert. Ja, komm. Einmal. So, die Waffe kann jetzt wieder zu unserem Katana gewechselt werden, natürlich. Weil, ne, Katana ist mir da irgendwie witziger, finde ich das. So, Dynamine, mein Freund, Dynamine. Wo muss ich da hin? Da unten hin. Dann würde ich sagen, gehe ich hier zu unserem kleinen... Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht mit offenem Messer hier rumrennen. Hey, nicht drängeln. Das ist... Oh, Level up. Warte mal, Level 16? Das heißt doch, wir können die eine Dingsjacke jetzt tragen. Zack. So. Charakter. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem weiter auf Gesundheit. Ja. Handfeuer habe ich nicht, aber warte mal. Klingen habe ich und Sturmgewehre, ne? Gewehre und Dings. Ihre Pistolen. Ich glaube, Sturmgewehr heißt, ist doch eigentlich. Ne? Wobei Klingen. Komm. Wir machen schwere Angriffe auf Klingen. Ich versuche ja viel auch mit Klingen zu arbeiten. Deswegen. Mal gucken. So. Einmal nach da. Dann holen wir uns ein Motorrad. Ran und fahren zum nächsten Delamain-Bereich. An exakt diesem Ort habe ich die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Okay. Genau hier. Sieh mich mal um. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ne? Erstmal sehe gerade, hier ist noch Zeug. Wenn Zeug da steht, ist natürlich hilfreich, wenn ich das auch mitnehme. Ne? Steht kein Auto, oder? Nee. Hier irgendwo. Nirgendwo ein Auto. Alter.
Nee, da ist auch kein Auto. Ist das da hinten einer? Nein. Aber ich kann ja mal gucken. Das sieht mir nicht nach Delamain aus. Das alles nicht nach Delamain aus. Was? Wie ist das überhaupt möglich? Kiste fährt wieder. Wie gesagt, irgendwo muss hier doch ein Delamain stehen dann. Die Frage ist nur, wo. Irgendwo hier müsste die. Aha! Da steht ein Wagen. Du bist aber kein Delamain. Oh, hi! Da ist er doch. Hey, lass uns reden. Piep, ach. Ich geh nicht zurück, verstanden? Niemals! Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst! Das werden wir ja sehen. Ja. Juhu. Na komm. Gut, gut. Oh. Was war das? Oh, oh. Sorry. Nee, lasst mal. Lasst mal. Leute. Lasst mal, Leute. Kurz mal. Alter, lass doch mal. Guck, guck. Muss ich jetzt irgendwie... schauen, dass ich unentdeckt bleibe oder wie sieht das? Ja, natürlich. Kommt der nächste Ding. Ah, toll. Das Problem ist, ich war noch nie hier mit einem Gesetz, sage ich jetzt mal, in Konflikt. Das heißt, ich weiß noch nicht mal. Guck mal, da kommt schon der Typ. So. Hab jetzt 2 Sterne, na toll. Gehen die auch weg, oder? Habe ich irgendwie das Problem, dass die jetzt nie wieder weggehen?